du ahnst nichts. Denkst du noch wirklich? Guckst den Jeans noch an. Ah, die ist wunderbar, ne? Und was passiert dann? Aber so richtig schön im Schritt. Oder wie wir. Das Geile mal war noch Bowlen gewesen, ne? Ist genau das Gleiche passiert. Einmal zu weit ausgeholt. Dann, das war's dann mit Bowlen. Das sah so komisch aus. Wie ich dann gebowlt hab, das war also. Oder in der Bäckerei ist dir doch auch die Hose gerissen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist mir auch gerissen. Aber seitlich. Ist aufgerissen. Ich bin der kleine Teufel mit dem Hosenreißer. Ach ja. Da sind schon einige Sachen passiert, ey. Ui. Schön, dass er alle abfahrt. Freie Bahn für mich. Freie Bahn mit Marzipan. Ach ja. Drei? Jawohl, drei. Oder letztens, wo ich bei meiner Freundin den Kleiderschrank aufgebaut habe, ne? Oder erinnerst du dich noch wegen der Couch, ey? Also, wo habt ihr so euch bestellt? Bei Poco? Bei Poco hast du bestimmt bestellt, ne? Soweit ich mich noch richtig erinnere. Andere sind Hosenscheißer. Sascha ist ein Hosenreißer. Ich hab gewusst, dass das kommt. Ich hab gewusst. Ich hab nur noch drauf gewartet, Manu. Ich hab nur noch drauf gewartet. Ja, bei Poco. Ja. Ich hab mich so über ihre scheiß Couch da aufgeregt. Und wirklich, ich hab mich so über ihre Couch aufgeregt, die zusammenzubauen. Der hätte einmal so ein längliches Teil gehabt, wo du die Klappe hochmachen kannst oder so. Das Polster, ne? Damit du die zwei Couch-Teile verbinden kannst, ne? Ich musste so drunter, hoppala. Ich musste so drunter greifen, ey, dass ich überhaupt da, ne? Ja, vor allem so drunter greifen. Alter, du bist auch so bescheuert, ey. Was ist denn der gerade wieder zeigt, ey? Oh, Mann. Das gibt's nicht. Aber ich bin wahrscheinlich dann erstmal raus aus Discord. Alles klar, mein Lieber. Danke, dass du auf jeden Fall da warst. Jo, immer doch, gerne. Und danke nochmal für die Info wegen dem Airbus, ne? Ja, genau. Ciao. Ciao, bis zum Halloween. Jo. Das sind auf jeden Fall Dinge, wo ich echt dachte, das gibt's nicht, ey. Nix an, baust du hier das Ding da zusammen und dann, ja. Hilfe, ey. Das ist wirklich das Feinste, die feinste englische Art hier. Ja, Leute, was ist? Wo hapert's denn? Dass das bei denen dann eine Klappe, du verstehst nicht. Ach ja, hier. Teerfahrzeug. Das kann auch nicht gehen. Das kann auch nicht gehen. So, rüber mit dem Mobil. Nee, aber
übernächste Woche, meine Lieben, lasse ich den Stream auf den Dienstag, lasse ich den Stream ausfallen, weil ich dann bei ihr noch die Möbel auf, die restlichen Möbel noch aufbauen will. Also Montag. So, Schatzi, ich geh schlafen, dir oder euch noch einen schönen Abend. Ich liebe dich, Schatz, Kuss zu werfen, das Smiley. Alles klar. Dann, mein Mausi, wünsche ich dir auch eine gute Nacht. Schlaf schön. Du weißt ja, wenn du jetzt schlafen kannst, kommst du her. Bin noch lange da. Boah, Junge, 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 da hast du... Oh. Jo, mach ich, gute Nacht. Gut's Nächtle. Oh, Chat, weißt du, was jetzt cool ist? Wir haben jetzt schon freie Bude. Also jetzt spricht hier Commander PD10 Peter Kowalski, einmal in der Reihe aufstellen. Schaust den Trab an. Achso, hier ist Telepass. Ja, ich meine, wer weiß. So. Hoppla, und durch. So, Abfahrt. Okay, mal Gas jetzt hier. Boah, hier wird's langsam kalt in der Bude, ey. Sag mal. Was ist denn los mit den PCs? Wollen die heute nicht arbeiten? Hab jetzt auch Kanalpunkte. Hey, super. Glückwunsch, mein Freund. Hast einen Affiliate-Status jetzt. Und das Rippen. Ja, du kannst. Du kannst sogar jetzt, wie heißt's? Gleichzeitig auf YouTube und Twitch streamen, ne? Aber das Problem ist, dass ich leider Spotify nicht laufen lassen kann. Ich bleib bei Twitch, oh, das will ich dir auch raten. Es ist zwar gut, ja, aber er weiß nicht. Ich bin mit Twitch eigentlich sehr, auch sehr zufrieden. Ich habe jetzt so lange Zeit hier rein investiert.
Justin, magst du noch um den DC kommen oder keine Lust heute? Entschuldigung. Alles klar. Da ist er schon. Moin moin. Melde Gehorsam. Jetzt da ist es. Schön, dass du da bist. Wie war dein Tag, mein Freund? Ja, das ist okay. Ich habe lange an Twitch noch gesessen. Mhm. Hab da den ganzen Mist da noch eingerichtet und getan und gemacht. Ja. Ganz okay, ne? Mhm. Bin mal gespannt, wie das also jetzt so damit wird, so was sich damit so ändert. Ja, einfach mal überraschen lassen, wenn ich das nächste Mal live gehe. Ja. Oh, ich kann gleich ausrasten, ey. Ich krieg's da immer Stau, ey. Immer wieder diese gleiche, das gleiche Ding. Was soll ich halt dazu sagen? Also, das ist halt einfach so, ne? Also. 2 oder 3 Jahre dran gearbeitet. An Twitch, ja. Ja, ja. Glaub ich dir. Also, ich hab meinen Kanal seit. Muss ich mal eben gut sogar gucken. Wann bin ich denn mitgekommen? Ich stelle mir gar nicht um. Ich glaube, ich bin seit 2 oder 3 Jahren mit dem Kanal aktiv, so. Mhm. Müsste es so rein theoretisch, glaube ich, gewesen sein. Da ist viel Zeit ins Land gegangen. Ja, vor allem mit dem ganzen Minecraft-EP oder GTA-RP, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ich will jetzt nicht so... Also, GTA und Minecraft-EP so, sag ich mal, hat viel gehoben auf meinem Kanal so. Auch so an Follower. Mhm. Das ist halt einfach Fakt, das hat viel gehoben. Auch durch Minecraft, so durch Minecraft habe ich tatsächlich die meisten Follower gemacht, das ist tatsächlich Fakt gewesen. Mhm. Jetzt zum Schluss eher mit GTA-RP. Ah, das stimmt. Man kann sich jetzt drüber streiten, wie gut es angekommen ist, so, weil ich da auch gerade erst wieder in diese Rolle reingeschlüpft bin und so. Mhm. Nach 5 oder 6 Jahren Pause davon. Mhm. Kann man sich jetzt natürlich drüber streiten. Gut, man kann sich auch über das, was ich im RP gemacht habe, kann man sich streiten, so als Kopf. Viele wollen ja eher die Szene aus Seiten der Gangster so sehen. Ich würde da jetzt so tatsächlich sagen, dass es so einigermaßen gut und geil angekommen ist. So. Ich fand es auf jeden Fall interessant. Das heißt, du hast ja die Möglichkeit, dann quasi auch deine VODs zu veröffentlichen, ne? Nochmal bitte. Du kannst noch deine VODs auch noch veröffentlichen. Würde ich ja auch raten. Auf jeden Fall. Ja, also die VODs, die ich da jetzt habe. Ja, gut. Sag ich dir ganz ehrlich, die sollte ich besser nicht veröffentlichen. Die, zu viel Action. Was da manchmal abgegangen ist in den VODs. Ich habe letztens doch mit einem ehemaligen PD-Kollegen gesprochen. Ja. Da haben wir in einem Call gesessen, nach einer Teamsitzung, und dann haben wir uns die VODs von mir reingezogen. Und dann sind wir alle auf diesen Trichter gekommen, diese VODs, die dürfen niemals öffentlich auf meinem Twitch-Kanal landen. Niemals. Lol. Was da abgegangen ist, boah.
was da manchmal ein Geschrei war und was weiß ich nicht alles und was ich manchmal für Stream-Unterbrechungen hatte durch Support-Gespräche, das, das will sich keiner angucken. Glaube ich dir. Ja, weil ich habe teilweise eine Stunde oder länger im Support gesessen, um irgendeine RP-Situation zu klären und zu tun und zu machen. Und das ist einfach nicht geil anzuschauen. Naja. Wenn das so flüssig durchläuft, weißt du, dann kann man diese VODs veröffentlichen. Aber wenn du eine Stunde oder mehr auf Pause stehst, so, weil du im Support irgendwas klären musst, dann ist das nicht geil. Das ist kein VOD, was du veröffentlichen willst. Vor allem, wenn du diese vorherigen Szenen siehst, was da abgegangen ist. Hm. Das will man einfach nicht sehen. Schämender Import. Oh. Ja, also auch was da, wenn diese Troller kommen, ja, was die dich manchmal bis aufs Unterste beleidigen. Autsch. Das ist natürlich nicht so schön. Das sind einfach keine VODs, wo du sagst, ey, das ist richtig geil, das veröffentliche ich jetzt. Lol. Will ich noch nicht mal bei YouTube veröffentlichen, weil ich spätestens dann eine Mail von YouTube kriege, dass da Ausdrücke, Kraftausdrücke, so. Kraftausdrücke und sowas alles drin sind, die unter der Gürtellinie sind. Ah. Da würde ich hinterher richtig mit YouTube diskutieren. Und da habe ich einfach, sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist, keinen Bock drauf. Glaube ich dir. Locker flockig weg, so ein geiles RP, was Spaß macht und was hast du nicht gesehen? Na, so. Aber das Problem ist halt auch einfach, du musst dir wirklich immer diese doofen Lizenzen von den ganzen Servern holen, wo du spielst. Ne? Da musst du jedes Mal im Support gehen und fragen, Leute, ich bin Streamer, ich würde gerne streamen, kriege ich von euch die Erlaubnis und die Lizenz dafür, das zu streamen? Da habe ich im Moment einfach keinen Bock drauf. Im Moment ist sowieso... Ich habe ein paar Probleme auch mit meinem Rechner im Moment. Ich bin da schon am hin und her gucken, ob ich mir einen neuen Rechner zulege. Und alles. Bin da mal so ein bisschen am Vergleichen und auch am Zusammenstellen. Was ist denn kaputt? Kaputt ist an dem gar nichts. Das große Problem ist der Prozessor. Ah. Ich habe noch einen i5 drin. Aus einer schlechteren Generation. Der ist nicht mehr allzu dolle. Wenn ich GTA-RP spiele, schafft der Rechner das mit dem Stream mit Ach und Krach. Okay, ja gut, das ist halt ein Argument. Und wenn ich dann in meinen Taskmanager gucke und ich sehe, meine CPU-Auslastung ist bei 100%, ja, dann ist das schon doof. Das ist halt einfach... Das sollte halt auch flüssig laufen. Ich meine, GTA und der Stream, die sind immer flüssig gelaufen. Ja. Das kann ich nicht sagen. Trotz 100%iger Auslastung, er ist trotzdem relativ flüssig gelaufen. Ja, also es hat im Stream nie geleckt oder so oder sonst was. Wenn es geleckt hat, dann hat es wirklich am Internet gelegen. Aber es wird halt jetzt einfach Zeit, entweder auf einen i7 oder auf einen besseren aufzurüsten. Am Abend, ey. Ja, also... Ich vergleiche gerade so ein bisschen, ne, guck mir so an, so wenn ich mir einen PC zusammenstelle mit Intel Core oder einen PC mit AMD, so, ne? Ich mach da nichts Überstürztes und kaufe mir hinterher ein und im Nachgang sehe ich dann, guck mal, den hätte ich vielleicht noch ein bisschen günstiger kriegen können in der Zusammenstellung. Das zweite. Oder, ja gut, oder so. du guckst mal bei Hightech, weil da gibt's nämlich auch ein paar sehr gute. Sind zwar schon fertig, nur hast ein bisschen Auswahl. Also ich bin mit meinen sehr zufrieden. Ich habe beide. Ich sag dir ganz ehrlich, mir ist es egal, ob die fertig sind oder nicht. So, das ist mir komplett egal. Ich muss das Teil nicht komplett selber zusammenbauen. Da habe ich gar keine Zeit für. Ich gehe schon in die Krise, wenn ich von Windows ein Update kriege, was groß ist. Die anscheinend in letzter Zeit immer größer werden, weil meine Festplatte auch fast voll ist. Okay. Ich weiß nicht, was da los ist, was Windows da im Moment macht. Keine Ahnung.